Liebe Bürgerinnen und Bürger, ab Sonntag gilt die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Die wesentlichsten Änderungen: Friseure und Fußpflegeeinrichtungen dürfen wieder öffnen. Damit ab Montag, 4. Mai. Kosmetik- und Nagelstudios, Piercingstudios, Tätowierer und so weiter müssen noch geschlossen bleiben. Dies bedeutet, wenn Angebote verschiedene dieser Sparten beinhalten, dann darf nur das geöffnet sein, was ausdrücklich zugelassen ist, also die Fußpflege und die Friseure. Eine weitere Änderung, die viele Familien freuen wird: die Spielplätze dürfen wieder geöffnet werden. Das Ganze unter der bekannten Auflage der Kontaktbeschränkung: Abstand halten, nur die Angehörigen des eigenen Hausstandes und maximal eine weitere Person dürfen gemeinsam unterwegs sein und dann auch gemeinsam diese Spielplätze besuchen. Und da kommt es auf uns alle an, auf unser verantwortungsbewusstes Verhalten als Bürgerinnen und Bürger, als Besucher dieser Einrichtungen. Wir sollten auch dort besonders aufeinander Rücksicht nehmen und gerade auf den Spielplätzen darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Das gilt natürlich im Besonderen für den größten, attraktivsten Spielplatz in der Verbandsgemeinde Rülsheim, die Allerhopp-Anlage in Rülsheim, die ebenfalls ab Sonntag wieder geöffnet sein wird. Wir müssen aber genau beobachten, welche Folgen das haben wird. Diese Anlage erfreut sich großer Beliebtheit in der gesamten Region und es ist gerade dort von enormer Bedeutung, dass die Besucher die Kontaktbeschränkungen einhalten. Eine weitere Veränderung in der neuen Verordnung betrifft die Maskenpflicht. Sie wird nochmal ausgedehnt auf diverse kleinere Bereiche. Zum Beispiel wird darauf hingewiesen, dass im Abhol- und Lieferservice sowohl für den Abholenden als auch für den Lieferanten die Maskenpflicht gilt. Ebenfalls in den Wartebereichen vor oder in Einzelhandelsgeschäften gilt Maskenpflicht. Also wenn Sie einkaufen gehen und vor einem Laden warten müssen, dann müssen Sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen, so sagt es die neue Verordnung. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gewerbetreibende, wenn Sie Fragen dazu haben zur Umsetzung der neuen Verordnung, können Sie sich gerne an die Verbandsgemeindeverwaltung in Rülsheim wenden. Für die Gewerbetreibenden steht Ihnen das Ordnungsamt unter der Telefonnummer, die wir zu diesem Video auf unserer Homepage veröffentlichen, zur Verfügung. Ja, zum Schluss möchte ich einen herzlichen Gruß senden an die Mitarbeiterinnen im dritten Stock des Rathauses in Rülsheim. Sie haben mir gesagt, Sie würden mit großem Vergnügen meine Videos verfolgen, nicht nur wegen der Inhalte, die ich versuche zu vermitteln, sondern vor allem wegen der immer länger werdenden Haare und den diversen Einblicken in meinen Garten mit und ohne Vogelhäuschen. Dazu kann ich nur sagen, ich werde versuchen, in der kommenden Woche die Haarpracht hier loszuwerden. Falls mich noch ein Friseur in der Verbandsgemeinde Rülsheim bedient, nachdem wir den Friseursalons in den letzten Wochen Kummer gemacht haben mit unseren Aussagen. Jetzt ist es ja klar und geregelt. Ab Montag darf es wieder losgehen. Und da wünsche ich allen Kunden und allen Betreibern dabei viel Freude und bleiben Sie gesund. Alles Gute, bis bald.